geguckt, drei Sterne, Tom Paris, den gab es nun schon ewig, den Hockeyspieler. Dann gab es zweimal zum Sammeln. Das haben sie immer noch nicht geschafft, dass sie das Bild fixen. Ich glaube, das passiert auch nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, dann haben wir Schwester Paris. Ja, komm, gehen, gehen. ja. Voyager Bashing. Das mache ich so nicht über das Bashing. Du hast angefangen, da habe ich schon gegähnt. Gut, vielleicht weiser Voraussicht, das geht mit Voyager weiter, aber. Aber man kann dreimal Paris, also drei verschiedene Paris hier sammeln, wenn man will. Das ist unglaublich. Ja, und dann gibt es unten noch den Herbert Rossoff. Grönemeyer. Was hält er denn in der Hand? Ein Krapfen. Und der Krapfen ist Krapfen. Weil er so krapft. Und vergibt und vergisst. Da keine Ahnung, kenne ich das auch nicht auswendig. Ja. Nicht verzweifelt ausnahmsweise mal. Ich werde dir nicht verraten, wer das ist. Quark. Ernsthaft? Das erkennst du? Nee, aber es gibt einen Bonus auf alle Quarks. Bei dem Event. Und da habe ich 1 und 1 kombiniert und dachte mir, den Schauspieler hat man nie wirklich gesehen hier von Quark. Ja. Aber schwedische Puppe in den 80er Jahren, ich weiß. Okay, ja gut, dann. Ich denke mal wieder an die Zuhörer. Eigentlich, ganz ehrlich, der Moment, wenn diese Folge kommt, plus der Anfang von der 7. Staffel, in der das Ganze nochmal aufgegriffen wird. Eigentlich würde ich so gern deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn das offenbart wird bei dir. Nochmal was? Welcher Gesichtsausdruck? Dein Gesichtsausdruck. Von? Und wenn wenn diese Folge kommt, plus wenn das Ganze dann 1,5 Staffeln später nochmal aufgegriffen wird und das in ein Denken des Star Trek-Universums mal kurz in sich zusammenbrechen lässt. Okay. Nach dem Motto, what the fuck, das machen die jetzt nicht. Gut. Ja, Ende geht es eh noch ein bisschen anders. Vorstellen. Ja, okay. Ist es diese berühmte dritte Wand? Ja, geht in die Kuh. Ja, du bist gut. Okay. Aber anders. Okay. Nochmal. Aber in die Richtung geht's. Jetzt guck endlich die Serie, bitte. Ja, bitte. Hab ich weitergeguckt. Oh, okay, das zweite gut. Staffel dauert so lang. Ja, genauso lang wie jede andere Staffel bei Star Trek. Ja. Grundsätzlich 22 bis 24 Folgen. Wenn man fatisiert ist oder gelangweilt ist, dauert es länger. Und sie langweilt mich noch. Ist ja nicht mehr auszuhalten. So, ansonsten sind wir gleich durch. Dem Eventel. Ja. Ich könnte jemanden unsterblich machen. Schauen wir noch ins. Oh ja, magst du zuerst? Vom Zeitportal oder danach? Ach, diese Entscheidungen. Das fahren wir nach der nächsten Maus? Nee, keine Ahnung. Komm, machen wir es vorher. Hast du noch irgendeinen? Nee. Gut, dann mach ich den eben fertig. Das ist. Duelland Park, soll ich eine Bildschirmübertragung einrichten bei Skype, du bist dabei. Nee, passt schon. Es ist auch nur Duelland Barclay, also von daher, den dürftest du schon längst haben. Ich hatte, glaube ich, noch einen unsterblich gemacht beim letzten Mal, dann habe ich noch ans Folgenende gepackt. Aktuell habe ich 226 unsterblich. Yay. Da bin ich weit von entfernt. Confirm. Hast du den behalten? Den Barclay? Ja.
Ja, weil der hat 531 Engineering plus 147 möglich weitere. Das war der 3-Sterne, oder? 3-Sterne Barclay, ja. Nee. Mann, Mensch, braucht keiner. Ja, das ist ja echt so. Stell's mir gerade so vor, wie in China diese Hühnchenfarm. Ja, die männlichen Hühner, brauchen wir nicht. Aber den Schredder gleich nach der Geburt. Wochenende braucht man echt nur die Aliens und die Frauen. Manchmal ist es auch beides dasselbe. Ich habe mich wirklich eingeschränkt und habe nur noch 7 von den 3 Sternen Leuten. Okay, du musst mir irgendwann mal deine Liste schicken, weil ich habe Platzmangel gehabt und ich habe jetzt erstmal vorläufig alle meine blauen weggefroren. Ja, okay, kein Platz mehr gehabt. Dann gibt es keine Kadetten. Nee, ich habe die Wochenenddinge habe ich selten gemacht, weil ich einfach am Wochenende nicht dazu komme, dieses Spiel zu spielen. Ich bin nur noch am Wochenende am Rendern, Schneiden, Hochladen, Livestreams machen, genau. Da komme ich einfach gar nicht mehr zu diesem Ding hier. Das ist bei mir halt Samstag, Sonntag so. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich die blauen gerade nicht brauche, dann kann ich sie auch mal wegfrieren für ein paar Wochen. Und hole mir dann... Und hole mir dann die Wochenendsachen finde ich super wichtig, weil es da Credits gibt. Und ich habe immer so wenig Credits von den ganzen Replizieren. Also ich wollte eigentlich nichts sagen, aber ich war nach dem letzten Bau-Event, war ich tatsächlich auf 34 Millionen Credits runter. Und auf knapp 5000 Kroniton. Jetzt bin ich bei 10.100 Kroniton und bei 37 Millionen Credits. Ach ja. Nee. Sag ich gar nichts mehr zu. Und du sagst, du hast das Spiel durch. Sammel erstmal 37 Millionen Credits. Hm? Get on my level. Nee, von den 3-Sterne-Leuten habe ich nur mehr Cass, die Bestäuber-Cass, die Torres, Marquis. Marquis Torres, die so anlehnt an eben nichts. Ja, genau. Menten. Das war der Blaue? Dann die Savik, die Vulkanierin. Ja. Mooney, Private S. Mooney. Dann die, das war diese Scharfschützin da. Dann Quetbach, die Vulkanierin, Romulanerin. Oh, ich hätte sogar noch weitere drei, okay. Und Danton, diese Schweinsnase, Steckdosennase. Ja, das sind die 6, die 7. Die glorreichen. Ja. Weil das ist echt praktisch, also der Savik kann man für Befehl und Wissenschaft brauchen, die hat da super Werte. Und kann man, da sie Vulkanerin und Frau ist, an Samstag und Sonntag benutzen. selber bei Kess und bei Torres. Benutz mich hart, samstags und sonntags. Du Sau. Kess, Torres und Kretak sind ja auch Frauen und Aliens. Nee, sag doch sowas nicht. Das sind Frauen. Menten ist praktisch, weil der hat 2 gute Skills. Kann man halt nur an dem einen Tag verwenden. Und Danton hat auch 2 gute Skills. Auch an dem einen Tag dann. Ja, und sie, die Mooney, ist halt auch an einem Tag nur als Frau und männlich. Frauenmännlich. Frauenmenschlich. Also an einem Tag ist sie Frau, den anderen Tag ist sie männlich. So wie es halt so läuft, ne? Wechselbalk halt. Und die hat halt nur den einen Skill. Also bei der bin ich noch nicht ganz so happy, ob ich die behalten werde, aber dann gibt es am Wochenende gerade so eine Mission, wo man 2-mal einen Phaser hintereinander braucht und dann ist wieder ganz gut, wenn die bessere Werte hat. Naja, aber ihr könnt sie auch gerne kommentieren, wenn ihr weniger als diese 7 habt und mit denen auskommt. Aber das ist dabei so das, was gerade gut reicht fürs Wochenende. Dann bekomme ich gerade so aus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bei deinen 2 Sterne sind es 10. Die ich noch habe. Ich glaube, du auch. 10 oder 11 hast du, glaube ich. Chromtin. Ich guck gerade, ob ich die Ogawa doch irgendwie durchkriege. Ogawa! Klingt wie Pikachu. Ogawa!
Oh Gott. Was ich auch immer noch habe, ist diese 4 Sterne ehrenvolle Erwähnung, die es mal gab. Ich weiß echt nicht, wem ich die anhängen soll. Weil ich bin sicher, sobald ich das irgendjemandem zuschreibe, gibt es den dann in der Reise. Dann, kleiner Tipp, mach's nicht bei jemandem, den du unsterblich, also den, mach's nicht auf jemanden mit 4 Sternen, sondern gib's jemanden, der nur 1 oder 2 Sterne hat. Ich habe mir da schon gedacht, vielleicht jemanden neueren, weil die sind ja noch nicht in den Zeitportalen drinnen und bei der Reise auch nicht. Ja, wen hast du denn da neu, noch nicht auf 4? Vielleicht diese Ischka, die, diese Ferengi-Frau. Naja, die Ischka. Die geht auf gute Diplomatiewerte, sag ich dir. Weil die hat mit 3 Sterne schon 858. Ja, und wenn man die 4 hat, dann geht die sicher gut ab. Ich glaub, das ist sogar meine beste, ja, das ist meine beste Diplomatin. Ah. Die hat 977 Diplomatie in Grund. Und ja. Plus 311 möglich weitere. Also sie kommt auf fast 1200. Und gleichzeitig, und jetzt kommt wieder dieser Nerd-Ansatz, ist die 2-mal in Collections vertreten. Was für Collections? Achso, Ferengi und wo? Und Vorstoß in unendliche Weiten. Sprich, wenn ich Stasiskammer, ich kann beim Daystorm, ich kann den Daystorm-Preis abholen. Wenn ich Barclay unsterblich mache, dann habe ich gleich 2-mal eine Collection, die ich verbessern kann. Also 2 Ischen zum Preis von 1. Das ist wirklich so ein dreifaches geiles Erlebnis. Sie hat gute Diplomatiewerte und ich habe 2-mal ein Ding, ist eine Collection. Ich glaube, das mache ich. Aber das, dann habe ich auch eine unsterblich. Wehe, die ist bei der nächsten Reise dabei, dann raste ich aus. Ich erwarte jetzt eigentlich noch, dass deine Reise, die du jetzt während dieser Aufnahme dann nachher zurückholst. Bing! Oh, gute Werte, Alter. 972 Diplo. Nice, Alter. Nicht schlecht. Kannst du kurz eine Minute übernehmen? Ich muss mir mal ein frisches Wasser holen. Weil mein Mund wird so trocken langsam hier auf der Gerede. Okay, alles klar. So, na dann haben wir die Profitable Ishka unsterblich mit 977 Diplo und 702 Befehl. Das ist nice. Es reicht aber leider noch nicht für eine neue jetzt waren wir gerade drinnen. Für eine neue Collection. Ein neues Belohnungsdingens. Überlege gerade, wen hätte ich denn da noch? Surak, dann den Walk, dann hätte ich den Walk. Hätte ich den unsterblich? Könnte den Keras auch unsterblich machen. Der hat echt miese Werte. Den würde ich wahrscheinlich sogar gleich einfrieren. Wok hat auch nicht so die Mega-Werte. Ansonsten könnte ich dann noch niemanden unsterblich machen. Er wird auch für die Vulkanier gelten, der Surak. So wird er. Baby, nur habe ich die Vulkanier schon fertig von den Collections her. Du hast jetzt die ganze Kollektion fertig gemacht eben? Nee, leider nicht. Also. Aber ich überlege gerade, ob ich sie fertig machen könnte, wenn ich mir noch so eine Erwähnung kaufe. Ja, aber ich weiß es nicht. Nee. Und alle in den Kommentaren schreiben jetzt bitte, tu es. Goodie. Ja, beim Vorstoß fehlt mir nur noch einer, dann habe ich die nächste. Oh, ich habe übrigens einen Erfolg freigeschaltet. Du machst es gar nicht so mit der Collection, oder? Gezielt nicht, nein, das ist mir ein Zufall. Okay. Aber ich spiele es auch nicht so intensiv wie du, muss ich sagen. Also gerade die letzten Wochen ist bei mir eher so, Hauptsache bis zur nächsten Aufnahme irgendwie vorangekommen sein, ein bisschen. Eventl ein bisschen, dass man mal teilgenommen hat. Eventl, also beim Event immer nur dann, wenn die Einheit wirklich brauchbar ist oder wenn zum Beispiel
Da war letztens irgendwie vor 3 Wochen oder so, war irgendeine, wo ich einen von noch brauchte. Dann habe ich exakt bis zu dem gespielt, hatte die Einheit dann vollständig und dann habe ich abgebrochen. Weil wie gesagt, mir fehlt am Wochenende die Zeit dafür. Und nur am Wochenende finden diese Events statt. Montags ist dann schon wieder arbeiten. Ja, das passt halt nicht. Donnerstag nehmen wir meistens auf. Freitags ist Livestream und dann bleibt nur der Freitagabend ein bisschen und ja. Dann ist das ja schon wieder gewesen für mich. Also ich habe übrigens einen Erfolg freigeschaltet, nämlich nimm an 48 Ereignissen teil, 5000 Ehre. Und das war dann alles. Wie, das geht nicht weiter? Nee. Aber. Aber es war so nett. Ich dachte, jetzt geht das immer so in 10er-Schritten nochmal dann. Ja, hat die auch gehofft, aber nö, nix. Jetzt muss ich höher deinen Captain Rang 8 Level, dann krieg ich 20.000, toll. Warst du jetzt schon beim Zeitportal oder? Nee. Okay. Gewartet. Du warst dann bei den bei den Stasiskammern Collections wahrscheinlich. Genau. Ja, da bin ich sehr weit weg von komplett. Ja. Wobei ich habe tatsächlich. Aber könntest echt auch mal schauen, wer so in der Stasiskammer drinnen ist und ob du vielleicht irgendeinen schon auf 3 Sterne hast oder so. Dass sich da lohnen würde. Ganz viele, also wenn du die Aufnahme an diesem Moment hier guckst, ich habe sehr viele mit maximal Sternen, aber nicht durchgelevelt. Also ich hätte, wie gesagt, die Ogawa, dann hätte ich hier die 4 Sterne viktorianische Pulaski in dem Fall, Dr. Selah ist voll, der Wechselbalkregier. Pulaski wäre dabei zum Beispiel bei den kleinen Spielchen. Jetzt hier, bei den, ja. Da bin ich exakt gerade drinne. Und die oberste Reihe ist, glaube ich, bis auf 1 Stern für Begier, habe ich alle Sterne voll und so weiter. Also ich kann da schon noch was machen. Ja. Ich müsste sie nur durchleveln. Bin ich aber zu voll. Aber halt, dass du weißt quasi, aha, okay, die vielleicht bevorzugt behandeln oder so. Ganz ehrlich, meine persönliche Bevorzugung ist bei den, wo war denn das? Aber die ist schwer, weil du hast alle mal gelevelt, oder? Du hast auch viel, damit du auf null Dingens bei der Crew bist, damit du alles ausgerüstet hast, alle Items. Ja, mittlerweile ist er der 49. Ja, so die, also, da habe ich ja eher 49. Eine andere Herangehensweise. Ich habe das halt echt voll durchstrukturiert. Ja, ich habe es mittlerweile auf, also bei mir läuft jetzt aktuell das Projekt blau. Alles blau muss durch. Ich pack Projekt jetzt, blau. Ich könnte jetzt für 49 lilane Charaktere könnte ich noch Items irgendwo einbauen. Mache ich aber nicht, weil ich erstmal abwarte, was die goldenen oder lilanen da verbratzen und sonst was. Von daher, ich mache jetzt erstmal alle blauen weg. Das sind noch, glaube ich, 16 Plätze oder so, die ich dann freischaufeln könnte. Ja. Und Ja, weil die nehmen echt ein bisschen Platz weg. Ja. Und vor ein paar Wochen noch. Du hast alle blauen unsterblich, du bist ja voll verrückt. Willkommen in meiner Welt. Es ist sogar tatsächlich so, dass ich bei der Stasis-Kammer. Das ist so befreiend, oder? Irgendwie, wenn man sich dann denkt, wieder Platz. Ein Teil mal durch. Also ich habe tatsächlich von den von den 1-Sterne-Einheiten. Fehlt mir nur noch eine einzige, dann hätte ich auch alle komplett. Und dasselbe auch für die 2 Sterne. Dann hätte ich da auch alle. Es ist aber nicht einer, den du kaufen musst, oder? Bei den 2 Sterne ist es medizinisches Notfallhologramm MK1. Ja, den musst du kaufen. Das ist der es für die Ehre gibt, den es für die Ehre gibt. Ehre, oh nö, die sammle ich so schön. Und bei gewöhnliche Crew ist es Commander Spock. Kann man den auch kaufen? Nee. Dann kann man nur den PK kaufen. Immer Stargazer. Noch den Stargazer PK kann man immer noch kaufen. Ich dachte, das sollte mal rausgenommen werden, oder nicht? Ja, hatten sie mal überlegt, aber. Kennst du den Disruptor Beam? Das war der Grund, weswegen ich es gekauft habe. Ja, und beim Doktor, den habe ich halt echt noch nirgendwo sonst bekommen. Vielleicht dabei nur über diese Ehre. No. Ich suche gerade irgendwie, wo war das denn? Was bei seltener Crew? Max bei Chroniton? Nee. Also ich habe es bei mir so, dass ich alle, die ich
die ich 4 von 4 Sternen habe, die habe ich mittlerweile auf Stufe 100. Okay. Ja. alle, wo ich keine 4 Sterne habe, die eventuell in Stasis-Kammer vorkommen, also in dieser Collection, bin ich gerade dabei, auf Stufe 99 zu bringen. Die ich so dreimal, so zwei, dreimal habe, manche auch einmal, die in der Collection vorkommen. Mhm. Und der Rest, ja eben, da sind ein paar, die jetzt noch nicht 99 sind, sind aber echt nur noch eine Handvoll. Und der Rest dümpelt so bei Stufe 2 rum. Die haben alle Stufe 2. Okay. Also ich habe einen Mega-Gap zwischen Stufe 60, ist mein letzter, den ich noch, der noch von den Großen ist, und danach fängt es an bei Stufe 2. Es ist dann aber schon eine gewisse Diskrepanz, oder? Ja, aber dadurch weiß ich gleich, aha, okay, die wollte ich leveln und die anderen so eher weniger. Weil die alle, die Stufe 2 haben, die sind halt nicht in so einer Collection drinnen und die habe ich auch nur ein- oder zweimal. Also da wird es sich noch nicht lohnen, die so weit voran zu leveln. Außer bei der Spox-Mutter und die ist mir so suspekt. Dass, ne. Die mit dem grauen Kleid? Ja. Ja. Habe ich noch nicht übers Herz gebracht, die zu leveln. Ich finde, die sieht optisch irgendwie immer aus wie diese eine Mutter aus Game of Thrones. Da, diese Shame. Ja. Jungle-Dingling. Und sie ist, glaube ich, auf 4, auf Stufe 4. Das tut mir voll leid. Den habe ich aus Versehen mal gelevelt. Er sollte eigentlich auch auf 2 kommen. Der stört jetzt so ein bisschen mein Bild. Alle Stufe 2, eher so 4. Erstmal wegwerfen, den muss ich neu sammeln, das geht so nicht. Das habe ich mir auch schon überlegt. Psycho. Ja, nee, Nerds, ne?